Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Ich dreh dich trotzdem irgendwann in den Arsch. So, nochmal. Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Hier ist der Kuro mit dem Slay. Hi Leute. Und eine Runde Let's Play Together Skyrim. Wollen wir mal anfangen? Oh, ich habe die letzten Tage zu viel Skyrim gezockt. Da komm, du hast auf der anderen Xbox dein Account fast durchgesuchtet. Auch nur fast? So, wie war das nochmal? Drachenschrei holen. Draugr Dingsbums. Traurige Todesfirst killen. Und abhauen. Auf gut Glück weglaufen. Aber erst die Kiste, du. Was für eine Kiste? Das ist ein Sarg. Nicht den Sarg. Die Kiste bei dem großen Sarg. Ah, die meinst du. Ah Gott. So, was haben wir da? Jagdbogen? Nein. Wollen wir erstmal was umbauen hier? Erstmal, was brauchen wir alles? Den nehme ich erstmal weg. Dann habe ich hier das Nordschwert. Stopp. Ja doch, Y. Die habe ich jetzt auch auf Favorit gesetzt, damit du die immer dabei hast. Die werden eh noch ersetzt. Ja, trotzdem. Nee. Das ist ein Einhändler. So rüstet man zwei Schwerter aus. Claudio, Zahnstochern spielen. Ja, das bringt es auf Dauer nicht. Vor allen Dingen bei diesem Gegner hier. Das weißt du. Ist. Aber Zahnstocher sind cool. Vor allem wenn es ein detrischer Zahnstocher ist. So, erstmal gucken, weil so oft wie ich hier schon war, ich habe nie nachgeguckt, ob hier hinten überhaupt irgendwas ist. So. Das bringt nicht viel, wenn ich da hinten nachgucke. So, ich gucke jetzt trotzdem erstmal in die Kiste hier rein. Den kennen wir schon. Naja, das Gold nehmen wir mal mit. Punkten haben wir schon. Jo, 10 Stein. Gift. Könnten wir auch Gift auf unsere Schwerter machen. Das habe ich noch nie verstanden, wie das geht. Einfach das Gift aktivieren. Wer ist es nicht? Ehrlich? Ja. Es geht aber immer nur mit der rechten Waffe. Wie war das mit Todesfürst? Ist nur normal. Ja, brüllen kann. Mit Zeitverzögerung. Du bist gleich tot. Er hat mich leicht getroffen. So wird das gemacht. Gesehen? Ja, gesehen. So, die Tafel mitnehmen. Frostresistenz ist nicht so mein Fall. Und die nehme ich mal mit. Die ist besser als unsere. Ja, deswegen ja. So. Sonst hat man ja hier nichts mehr Interessantes. Oder? Nö. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder. Naja.
Das hätten wir. Weißt du noch, wozu diese Stiefel gehören? Nö. Ich habe die noch nie zuvor gesehen. Kommt so verflucht bekannt vor. Aber ich glaube, das waren Timor-Stiefel. Sicher? Keine Ebenerz? Nee, keine Ebenerz. Ebenerz sieht anders aus. So, warum hat man nie eine Spitzhacke dabei, wenn man so braucht? Wir haben noch eine Spitzhacke dabei. Ich haben wir? Haben wir. Ach, cool. Ja, aber wofür brauchst du schon groß Korund, außer für Stahl? Nimm's trotzdem mit. Ach Gott, dann laufe ich wieder zurück. Meine Güte. Wir können ja auch mal so eine ganze Folge einfach nur Bruchstein abbauen. Nein. Nee, nach 500 bist du voll. Ich hab's ausprobiert und das dauert noch nicht mal 5 Minuten. Ja, weil du immer 8 Bruchsteine auf einmal abbaust. Nein, 2x4 hintereinander. So, warte mal, ich glaube, ich laufe in die verkehrte Richtung, oder? Minimal. Ja, aber da hinten ist eine Hütte, da würde ich gerne nochmal hin. Ach Gott. Die Hütte ist auch nicht wirklich da hinten, die ist irgendwo hinter diesem Scheißfels. Und dieser Fels ist auch eher ein halber Berg. Gut, ziehen wir mal die Waffen, man weiß ja nie, was hier gleich kommt. Aber ich scheine richtig zu laufen, die Hütte wird immer deutlicher sichtbar auf der Karte oben. Auf dem Kompass. Das ist eine halbe Karte. Ist doch Wayne. Es wird immer mehr angezeigt. Da ist er doch. Oh Gott. Ich habe jetzt mal herausgefunden, dass in solchen Hütten Totenbeschwörer wohnen. Das da ist eine. Ach Gott, nein, die. Die habe ich auch letztens auf meinem anderen Account auch getroffen. Dann bin ich einfach mal unten in den Keller rein, den sie hier hat. Und als ich dann wieder oben war, wollte sie mich umbringen. Dann würde ich sie erst umbringen. Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Ich bestehe die auch gerade und die merkt es nicht. Nein, was will ich mit diesem blöden Kessel? Wo ist denn die? Ihr müsst euch meinetwegen nicht. Ehrlich? Dummen Kopf. Niemand darf mein Geheimnis kennen. Tja, wie war das nochmal mit Geheimnis? Die ist megamäßig aufgespießt worden. So, und jetzt zeige ich euch mal, warum sie meinte, dass niemand ihr Geheimnis kennen soll. Das nehme ich unten im Keller. Ja. Sie ist nicht eine supermächtige Totenbeschwörerin. Die du einfach so aufgespießt hast. Ja, immer. Aber sie ist mächtig, angeblich. Ich habe sie noch nie auf dem Schwarm gesehen, aber sie ist eigentlich mächtig. Ja, sie ist eigentlich mächtig. Dieses Wort eigentlich lässt sich auch immer extrem weit dehnen hier im Game. Ein paar Bücher, ein Kopf. Oh, ein Brief. Naja. Nimm mal mit. Der bringt nicht viel, den hast du einfach nur dabei. Puh, wir können auch nichts verzaubern, oder? Vielleicht haben wir was zum Entzaubern dabei. Ja, natürlich. Nein. Kennen wir schon. So, haben wir überhaupt. So. Nein. Dann wäre das auch schon mal geklärt. Ja. Dann gehe ich wieder hoch. So, hat sich hier oben noch irgendwas außer. Leg dich doch mal eine Runde schlafen. Ui, nee. Leg dich doch mal eine Runde schlafen. Dann haben wir wieder diesen schönen Buff. Ja. Ich glaube, 8 Stunden? Reichen 4? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ja, irgendwie. Ich mein. Und fühlt sich aus gut, hört sich gut an. Ja, diesen Bonus hast du ja nicht mehr, wenn du Werwolf bist. Wir können auch Vampir spielen. Nee, Werwolf ist besser. Vampir kannst du auch nur einmal am Tag werden. Nein. Irgendwie nicht. Ja, aber für Werwölfe gibt's einen Detra-Artefakt.
Selber schuld. Wieso hast du dir jetzt angegriffen? Der holt gar nichts von dir. Das sind Vampire. Tut mir leid. Da kam wieder das Dämmerwacht-Game raus, ne? Ja, ich mag keine Vampire. Vor allem nachdem sie glitzern. Nimm doch den Vampirstaub mit. Der Käse muss langsam leer gemacht werden. Der wird vom Partner am Rand. Ach Gott, ich hau mir heute Abend die Pizza rein. Mist, die wollte ich eigentlich heute Mittag essen. Ich habe noch nichts gegessen. Das Essen heute in der Arbeit war widerlich. Ach Gott. Ich hab heute lecker Pfannkuchen. Alter, hör auf, Flaschen zu schmeißen, sonst werfe ich dich gleich. Ich habe sie ihr nur gegeben, damit sie wegräumen kann. Ja, ist klar. Oh, Fuchs. Hallo. Ich mach jetzt mal einen Cheesy. Dann machen wir auch was zu essen. Soll ich dir dann auch reinschmeißen? Wie heißt, wenn du erst, wenn wir erst aufnehmen und du dann was isst? Ja, das Ding braucht doch noch eine Zeit. Ja, aber keine 19 Minuten. Ach. Dann macht er den eben nicht jetzt, sondern gleich. Richtig. Habe ich doch gesagt. Ich habe aber jetzt Hunger. Ja, aber jetzt machst du erst, verdammte Kacke. Schluss, Leid. Ja, stell dir vor. Aber ich muss hier sowieso irgendwann durch. Dann mache ich da wollte ich ja eigentlich eine Quest machen, aber das ist nur eine kleine Nebenquest. Ist das nicht das mit der goldenen Klaue? Ja, das kann man da auch machen, aber das meinte ich jetzt gar nicht. Ja, die wollte ich zum Beispiel auch schon mal abgeben. Dann hat man das nämlich auch. So, was haben wir denn da? Schmieden kann ich gerade überhaupt nicht. Wo ist der Schmied? Komm schon, du bist hier irgendwo, das gut, weiß ich. Gut, da ist ein Schmied, ja. Oh, verkehrte Taste. Der ist noch nicht da. Wie war das? Aber keine 10 Stunden. Ach. Brech doch ab, brech doch schon. Braucht ihr eine neue Klinge? Hallo, warum verkaufst du mir nichts? Eisen oder Stahl ist es. Überlass dieses alte den Elfen. So passt doch. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden und einen Riesen den Schädel zertrümmern. Ach Gott. So. Ach, gehen wir mal zum Händler. Ei. Oh Gott, oh Gott. So. Ich weiß nicht, was ihr gehört. Für manche ist es Ranch. Für mich. Ach guck mal, die haben wir noch gar nicht angefangen, die Quest. So, was haben wir denn da? Erstmal gucken, Waffen, was kann ich verkaufen? Die. Ja, eindeutig. Hm. Nein. Verkauf einen der Dolche. Ein? Ja, ein. Bin ich jetzt blind? Ach da, Eisendolch. Die kann ich auch beide verkaufen. Und den Schildspalter auch, oder nicht? Schildspalter. Ja, auch weniger Damage als ich, Nordstreit Darks. Der Kälte. Ja. Ja. Schmuckstücke, ach, Mist. Solche Sachen. Oh, was haben wir denn da? Ich nehme mal die Dietriche mit. So, wir haben nicht mehr viel Gold. Das heißt. Mal gucken. Leder hat der. Silber. Hm. Seenstein. Mit Seele. Ein Pferdings. Mit dem? Nee. Nee. Ja, ja. Ein Ornament aus massiven. Ihr habt sie gefunden. Ich werde sie zurücklegen, ja, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen offen im Laden Dienst erwiesen. Wie hoch kann man sein? Hm. Er beobachtet sich, das wird nichts. Es bedeutet uns so. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald Handelskontrolle. Ach verdammt. Den kannst du nehmen. Das ist kein Stehlen. Oh, stimmt. So. Können wir wieder gehen. Läuft. Warum nicht? Ich meine, wenn er nicht aufpasst. Läuft euch. Die goldene Klaue kommt sowieso nachher in die Sammlung. Wartet, also eine Verkleidung? Ist da nicht euer Herr? So, jetzt noch zurücklaufen. Das werde ich wohl in einer Viertelstunde noch schaffen. Nein.
muttert jetzt ein mit den komischen Geräuschen. Das schaffe ich in einer Viertelstunde, wetten wir? Na, keine Schnellreise, komm. Warum nicht? Ja, es wird auch viel zu langweilig für die Leute, jetzt die einzelnen Reisen nicht. Richtig. Wir laufen überall hin. Nein. Das meint er doch gerade. Die einzelnen Reisen dahin zu gucken ist langweilig. Ja, wenn du das erstmal irgendwo hinläufst, dann geht das ja noch. Aber wenn du 20 Mal an denselben Ort musst, dann hast du irgendwann die Nase voll von den ganzen Laufen. Ja, aber wenn du manchmal einfach nur random durch die Kante läufst und Tiere jagst, findest du auch mal Drachen, die dich auf einmal fressen. Die jetzt noch nicht auftauchen. Die dich auf einmal blätten, wie sich das anhört. Fressen! Die Axt sammeln wir auch noch zusammen. Das machst du. Ist eine Nebenquest. Du kannst mich nicht zwingen, die Quest zu machen. Ich hab nur gefragt, ob du schon eine hast. Alter, wir werden erstmal schön Werwolf. Das hatten wir schon gesagt. Ich will die Quest nicht machen. Abgesehen davon, wenn du es willst, ist eine Hauptquest von der Werwolfsquest. Werden aber alle als Nebenquest bezeichnet. Nee. Will die Quest auch nicht. Die ist langweilig. Abgesehen davon. Ihr macht immer das, was gerade lustig ist. Keiner macht nur das und keiner macht nur das. Das seid ihr für Kinder, dass ich immer für euch alles regeln muss hier. Du bist das, Chef! Das war von Anfang an schon so gesagt, nur er wollte ja unbedingt die Nebenquest machen. Wobei das gar keinen Sinn macht. Einstehen und Feierabend. Ja, es hätte sowieso keinen Sinn gemacht, wenn er nur die Nebenquest macht. Erstens das und zweitens, wenn ich dann mitten in der Hauptquest bin und er an der Reihe ist mit Zocken, dann bringt das am Ende nichts. So. Das müsst ihr mit dem Jarl kriegen. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben mit der geredet. Richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund. Ich habe noch nie mit der wieder geredet. In dem Moment. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Echt nicht. Nicht schlecht. Schickt mir die einfach sagt nur ein das und das war's. Wenn ihr es entziffert habt. Fahren da. Ihr müsst sofort kommen. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Nämlich Monster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Oh Gott, jetzt langjährig. Du, meine Haut so ab. Da geht's noch. So, warte mal. Muss ich jetzt noch hoch? Ja, ne? Ich hab schon vergessen, das ist schon so lange her. Ja. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt. Noch nicht. Dann nicht? Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht Aha. er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich flog. Mhm. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, so. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuziehen. Das ist gleich unser erster Bracher. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir brauchen unbedingt eine andere Rüstung. Ich möchte, ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Wir sind nur vorweggelaufen, also bitte. Oder? Indem ihr Fahrengar den Drachenstein besorgt habt. Wir sind doch nur vom Drachen weggelaufen. Ja. Anerkennung habe ich Aviniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer. Aber so richtig. Ja, aber wir kriegen jetzt eine tolle Waffe. Ich würde diesen Drachen nur zu Eisenstiefel der abnehmenden Blitzresistenz. Ich kann es mir nicht leisten, euch beides. Oh, jetzt nochmal mit ihm reden. Ich dann kriegst du noch was. Hier bleibt und darüber helft Irilet diesem Drachen. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Oh, ist ja voll. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Mhm. Ihr riecht verbrannt. Guck dir das an. Aus wie ein Donut. Helft Iri. Okay, der hat sonst nichts mehr. Der ja, wir haben nur die Stiefel gekriegt, obwohl die könnte ich eventuell ausrüsten. Weil wir haben jetzt normale Eisenstiefel.
Ja. Und die sehen einfach besser aus. Wie soll ich? Du machst wenigstens nicht genug, aber nicht zu wenig rein. Das war eine Kenneth, oder? Ja. Das ist normal. Nee, manchmal so ein Löffel rein und checkst überhaupt nichts raus. Also wenn ich sowas mache, dann ist es die halbe Packung. Du willst ja auch eine halbe Packung, Alter. Mäh. Sagt hier die Dreiviertelpackung. Was? Lesen? Pure Ignoranz. Das kann ich nicht. Ich auch nicht. Ich esse die Bücher immer. So siehst du auch aus. Das Problem ist, dass ich immer zwischen den Zeilen lese. Das dauert immer ewig, bis ich ein Buch fertig habe. Du und deine Gedanken sind auch so eine Sache für sich. Die Gedanken, die wir gedacht haben, sind doch nicht die Gedanken, die wir denken. Du denkst an, nicht daran zu denken, dass es nur ein Film ist. Wenn du, versuchst nicht daran zu denken, dann denkst du trotzdem. Abbruch, geh nochmal hoch. Obwohl du gar nicht dumm bist, was ist denn klar? Warum soll ich nochmal hoch? Spring mal da ins Wasser. Ja, und dann? Mach mal. So, dass du oben gucken kannst. Oder such mal das Skelett. Wow. Beim letzten Mal, als ich da lang geschwommen bin, hat es 30 Gold dabei gehabt. Aber ganz ehrlich, dieses Skelett sehe ich auch zum ersten Mal. Ist das da öfters? Ja, das ist da immer. Okay. Hat mir ein Kumpel gezeigt, das Skelett. Das habe ich vorher so noch nie wahrgenommen. Dum, dum, dum. Was ich auch machen wollte, unbedingt. Ich meine, ich bin hier auch schon in Minecraft rumgelatscht. Und da hattest du hier hinten abgefahrene Sachen. Ist aber nicht so. Ich hasse die Realität. Naja, man kann ja nicht alles haben. So, hier kann ich gemütlich langlaufen. Obwohl, ist auf der anderen Seite vielleicht was? Ja, eine Tür. Eine Tür? Wo? Noch weiter. Oh. Okay. Gut zu wissen. So, dann wollen wir jetzt mal langsam diesen Drachen töten. Du hast irgendwie zwei aktive Quests. Nein, das eine ist, ich musste dieser einen folgen und das andere ist einfach nur da, wo sie hinläuft, also nach draußen. Ach ja. Das sind keine zwei, das ist nur einer, weil wenn du jetzt auf die Karte gehst, da muss ich am Ende hin. Aber ja. die ich folgen muss, die ist hier hinten schon beim Tor. Das wird mir angezeigt. Aber den hier verpassen wir auch irgendwann noch Blätter. Hm. Hm? Okay. Aber dann haben wir schon wieder 19 Uhr. Ja, haben wir. Ja, ich muss auch gleich schon wieder los. Ihr werdet natürlich gleich rennen, dann kannst du dann beenden, wenn es dann fertig ist. Ja, ich mach's dann nachher aus, wenn ich bei mir Skyrim weitergespielt hab. Ja, ich werde es geholt, dann dauert es noch 2 Stunden. Ja, ne. Alles steht zum Verkauf. Alles. Schmuckstücke, so. Grimmskrams, solche Sachen. Aha. So. Verkaufen. Stirb, Teletor. Was hat Mr. T? Ja, das hier ist wirklich. Das ist selten dämlich, Alter. So, die verkaufe ich. Einfach mal. Hm, Silberheitskette verkaufe ich auch. Dann. Das Gift der Frostresistenz. Schriftrollen. Ich mag überhaupt keine Schriftrollen. Das Buch, der Brave bringt sowieso nichts. Dann haben wir hier noch ein bisschen Edelsteine. Das verkaufe ich auch mal. Den Eisenbahn behalte ich. Das verkaufe ich auch. Warum nicht? So, Waffen. Mhm, mhm. Ja. Mhm, ja. Holzschwert! Lass uns ein Holzschwert kaufen! Ich kauf dir gleich ein Hobbit-Schwert. Ich will auch ein Holzschwert. Nein. Gibt's nicht. So, ich guck mal hier. Haben wir da irgendwas an guter Rüstung? Nein, natürlich nicht. Was heißt das war's? Warum hat der eigentlich hier einen Trollschädel liegen? Das kauft Warum doch keiner. Nicht? Es kauft doch keiner. Doch, zur Deko. Ja klar. Nein, brauche ich nicht. Du hast nichts. Was? Warum? Warum? Dass wenn er Kunden bei sich hat und die verarscht und den Schild rausnehmen kann und dann singt Trolla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 l
Ist schon gut. Im Übrigen, wir haben hier einen voll geilen Dark Souls Pappaufsteller stehen. Auch wenn das Diablo ist, scheiß drauf. Du hast Dark Souls gesagt. Achso, Diablo, sorry, Dark Souls, Diablo. Reaper of Souls. Ist doch alles dasselbe, alles dasselbe. Ja. So, jetzt dürft ihr ihn ansteinigen. Ja, er hat das gesagt. Er hat zwei Games. Ich bin mit ein begeisterter Dark Souls Spieler, ja. Ja, und verwechselt es dann mit Diablo. Steinigt ihn! Ich dachte, er hat das Ding ausgemacht. Was? Hat er doch. Ich hab dir ausgestöpselt, aber das Ding hat gequalmt vorhin. Also, du könntest auch aus Kunstfiguren machen. So cool. Jetzt mal, ja. Schickst du Dokumente? Die brauchen so einen Scheiß immer. So, jetzt heißt es, wir mal erstmal hier die Stelle schön aktivieren auf der Karte. Und darum würde ich sagen, was in der nächsten Folge als Cliffhanger. Ja. Lohnt eh nicht, schaffen wir eh nicht mehr. Nee, schaffen wir auch nicht. Ich wollte sowieso gerade mal was gucken. Da ist der Bogen. Nein, das war gar nicht der Bogen, ne? Nein, das war der schwache Bogen. Wieso hast du den eigentlich nicht verkauft? Weil der noch bei den Favoriten war. So. Warte mal. So, jetzt habe ich es wieder. Irgendwas stimmt ich da nicht. Sagen, so ist ein epischer Hintergrund, dass wir es mal starten können. Ja, ich würde mal sagen, so vor dem Haupttor. Weil die blöde Kuh da oben sowieso stehen geblieben ist und jetzt erst hinterhergelatscht kommt. Schieß ihr ins Knie. Nein, dann werde ich angegriffen. So, ich würde mal sagen. Ja? Mit euch im Hintergrund. So, das heißt, ich muss so rumstehen und dann drehe ich die Kamera. Haben wir nicht einen wunderbaren Überblick? Genau, ja. So, und dann würde ich... Überblick. Was? Nein, Überbiss? Guck okay, dir mal. Also geht die Folge jetzt noch nicht ganz eine halbe Stunde? Nein, die geht nicht ganz eine halbe Stunde. Wir bleiben jetzt einfach hier ein bisschen stehen und gucken uns die schöne Landschaft an. Das ist ja nicht der Welt. Das ist der, ja, da müssen wir später sowieso hoch. Vor allem da ist das, wo Rodger. Ja, aber in Holzerwelt holen wir uns ja die Minecraft-Spitzhacke. Minecraft! Ja. Heißt zwar schattige Spitzhacke, aber wird im Englischen als Meinheim. Was steht in der nächsten Folge so an? In der nächsten Folge wird es zum Anfang erstmal schön blutig. Und zwar wegen einem Drachen. Ja, deswegen, weil Slay ganz sterben wird. Ja. Ja. Ich hab euch auch lieb, ihr Penner. Ich hab dir schon den Bogen ausgepackt. Also bitte, guck da, Bogen. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Ich brauche einen Bogen und ich muss auf diesen scheiß Turm drauf. Mehr brauche ich nicht. Ja, und der Drache fackelt dich hinterher ab. Nein. 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 Abgelehnt. Überhaupt nicht. Gibt's nicht. So. Vorhersage für das nächste Mal. Slay wird dreimal getötet durch einen Drachen. Entweder, entweder gefressen oder flambiert oder es sogar gibt auch beides. Was zu gewinnen. Ja, nee. Diesmal nicht. Ich habe jetzt drei Gewinnspiele am Laufen. Okay, eins ist jetzt abgelaufen. Das andere ist eigentlich jetzt auch langsam überfällig. Es ist jetzt ein Gewinnspiel noch am Laufen. Und das müsst ihr jetzt noch machen. Jetzt. Apropos Leute, ja, dann bevor ich es vergesse. Der Skyline hatte jetzt ein 25-Fakten-Video und ich würde sagen, wenn ich das nächste Mal Zeit habe, kommt auch eins von mir. Ja, das ist jetzt so halt so 100-Abo-Special. Oh Gott. Ja, dafür ist das dann ja. Aber so. Ich muss jetzt wieder Zeit haben. Oh mein Gott, wir haben ein Frauenhaus! Wir drehen oh durch! Oh mein Gott! Hilfe, eine Frau! Naja, ein Mannsweib, aber... Wir drehen förmlich durch! Ein Mannsweib eher, aber... So, jetzt andere Richtung nochmal und dann einmal... So, so jetzt winken wir alle nochmal schön. Tschüss! Tschüss! Ja. Er kann nicht okay, gut. Feierabend! Ja, okay. Dann, oh scheiße, ich sollte speichern, oder? Ja. So. Ach, komm. So. Nein, beenden. Keine Zeit. Beenden. Ja, beenden. Wir haben noch ein Minütchen. Wir haben noch Zeit. Also wer bis jetzt noch dran ist, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt einen Haufen Schwachsinn mitgekriegt. Ja, allein das, was Slay in der letzten Folge alles veranstaltet hat. Ich, aber ich hab natürlich, ihr bleibt bis zum Ende dabei, auch wenn ich es mir nicht. Hab ich jetzt gespeichert? Ich hab's gerade nicht mitgekriegt. Nein, ja, hat's. Sicher? Ja. Warum hab ich dann nur die Quest beendet? So, ich speichere trotzdem nochmal, ich speichere mal doppelt. So. Wir wurden geschlagen. So, ich hab gespeichert und jetzt? So. Feierabend. Ja, Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schrotet sie in die Kommentare. 10, 9, 8, 10, 6. Habt ihr sie uns einmal online? 4 und 3. Viel Spaß beim 2 in der nächsten Folge. 1. Auf rein. Ciao. Tschüss. So. Unnötig. Genauso wie du.